Also ich glaube nicht alles, was die Medien sagen, weil da wird garantiert auch einiges, was man nicht veröffentlichen darf, dass da irgendwie zensiert wird. Aber nicht von den Medien selber, sondern dass das noch von oben kommt. Ich vertraue den öffentlichen Medien und ja, bei den Privatmedien bin ich da eher zwiegespalten. Ich vertraue mehr den Medien als nicht vertrauen, ja. Aber es gibt schon Artikel, die ich mich frage, ob das wirklich so ist, ja. Wenn man sich wirklich ein eigenes Bild schaffen will, muss man eben sehr viel lesen und hören und sich angucken. Ich misstraue den Medien. Aha, würden Sie sagen, warum? Warum? Weil nichts mehr berichtet wird, wie es wirklich in Deutschland ist und wie es um die deutsche Politik steht und um die deutsche Bevölkerung überhaupt. Weil alle totgeschwiegen wird. Ob in einem Land mit Meinungsfreiheit und mit freier Presse wirklich etwas totgeschwiegen werden kann, darüber diskutieren wir jetzt. Herzlich willkommen bei Phoenix zu unserer Gesprächsrunde zwischen Hass und Meinungsfreiheit. Wie werden die Medien ihrer Verantwortung gerecht? So viel nehme ich vorweg. Bei uns wird heute nichts totgeschwiegen. Wir wollen selbstkritisch und offen diskutieren und das zum Internationalen Tag der Pressefreiheit. Sechs Gäste mit sechs Meinungen, die wir Ihnen jetzt vorstellen. Anja Reschke, die Innenpolitikleiterin NDR Fernsehen, hat für ihre Tagesthemenkommentare Zustimmung und Shitstorms bekommen und plädiert dennoch dafür, Haltung zu zeigen. Stefan Aust, Herausgeber der Welt, meint, manche Medien sind zu sehr Partei und ein allzu großes Sendungsbewusstsein verschleiert den Blick auf die Realität. Theresa Bücker, die Chefredakteurin des Magazins Edition F, sagt, um Vertrauen zurückzugewinnen, müssen Medien wissen, was ihre Leser bewegt. Der Medienwissenschaftler Norbert Bolz warnt vor Gesinnungsjournalismus. Goline Atay, die ARD-Korrespondentin, sagt, mir bereitet es Sorge, dass die Pressefreiheit sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert hat und auch in Demokratien Angriffe auf Medien und Presse zum Alltag gehören. George Weinberg von den Republicans Overseas kennt Donald Trump persönlich und wirft den deutschen Medien vor, den amerikanischen Präsidenten einseitig und falsch darzustellen. Auch darüber wollen wir jetzt diskutieren. Herr Weinberg, wie gut kennen Sie denn Donald Trump persönlich? Ja, kenne ich also aus meiner beruflichen Tätigkeit. In den 80er Jahren habe ich ihn kennengelernt und bin dann politisch aktiv bei den Republikanern. Und war ich jetzt eingeladen zum Weihnachtsfest nach Washington D.C. Ins Weiße Haus, zusammen mit dem Rick, mit dem Richard Grenell. Mit dem US-Botschafter in Deutschland. Ja, US-Botschafter waren wir in Weißem Haus und haben uns die Rede vom Weihnachtsrede angeschaut und angehört, die der Präsident dort geführt hat. Und drei Tage später waren wir auch noch beim Vice President, beim Pence. Was schätzen Sie an Donald Trump? Ja, was ich einem schätze, er hat sehr viel Gutes für Amerika gemacht. Die Ökonomie boomt, Bruttoinlandsprodukt 3,1%. Im letzten Jahr waren es fast 4%. 5 Millionen neue Jobs, davon fast 600.000 im gewerblichen Bereich. Er hat die Steuerreform durchgeführt. 80% der Amerikaner haben mehr Dollars in der Tasche. Und er macht auch sehr viel für die Minorities, für die Afroamerikaner. Und es ist einfach ein guter Präsident, hat auch Sachen international angepackt, die folgenden Präsidenten nicht so intensiv angegangen sind. Keine ISIS, hat die Chinesen, glaube ich, in die Schränke gebracht. Und er macht viel auf dem internationalen Paket. Herr Weinberg, das eine ist ja die politische Bewertung, das andere, heute wollen wir über die Medien sprechen. Und finden Sie, wenn Sie ihn politisch unterstützen, finden Sie es genauso richtig, wenn der US-Präsident die Medien Feind des amerikanischen Volkes nennt? Gut, man muss da ein bisschen ausholen. Die Medien in Amerika waren immer besonders kritisch den republikanischen Präsidenten. Das fing an schon beim Ronald Reagan, der als durchschnittlicher Schauspieler von den Medien bezeichnet worden ist. Und wir wissen, dass er ein großer Präsident war, der auch steuerlich sehr viel für die USA gemacht hat. Und die Sowjetunion ist also auch zusammengebrochen durch seine Politik. Dann der Bush Senior, der jetzt vor kurzem gestorben ist, der
eben in der Presse jetzt, weil er tot war, hochgelobt worden ist. Als er Präsident war, hat man ihn ein Whip genannt, also was heißt mehr oder weniger aber weiches Ei. Herr Weinberg, wenn ich da einhaken darf, aber keiner dieser republikanischen Präsidenten hätte ja diese Wortwahl genutzt und gesagt, die Medien in den USA sind Feind des Volkes. Donald Trump kommt aus New York. Er ist ein Geschäftsmann, er ist kein Politiker. Er redet nicht um den Brei herum. Er sagt das, was er meint und das, was auch sitzt. Also 80% Amerikaner verstehen seine Sprache. Und im Gegensatz zu Obama, wo es vielleicht 30% nur wussten, wovon er redet. Und das ist eine Ausdrucksweise, die ich persönlich vielleicht ein bisschen grenzwürdig halte, aber es ist so, dass eben das auch verstanden wird. Und wenn man sieht, wie die Medien Donald Trump von Anfang an behandelt haben, wie negativ, nicht nur ihn, seine Familie, seine Frau, seine Kinder, das 13-jähriger Sohn wurde man unterstellt, dass er autistisch ist, dann wundert mich nicht, dass er dann natürlich auch, ich sag's mal, zurückschlägt. Mhm. Frau Atay, so eine Positionierung eines Präsidenten gegenüber den Medien mit so einer Wortwahl, das kannte man sonst von US-Präsidenten nicht. Sie waren viele Jahre Korrespondentin, unter anderem in Moskau und haben auch aus der Ukraine berichtet. Eigentlich denkt man da ja eher an Länder wie Russland, wenn man so etwas hört. Ja. Vor allen Dingen, wenn ich den Begriff Feind des Volkes höre, dann werde ich tatsächlich an Russland und an die Geschichte Russlands erinnert. Das ist ein stalinistischer Begriff und ich denke, man sollte sehr bewusst mit diesem Begriff umgehen und den nicht einfach so in die öffentliche Debatte werfen. Donald Trumps Tochter Ivanka Trump hat sich ja auch von dem Begriff distanziert und hat gesagt, dass sie das nicht so pauschal sagen kann, woraufhin dann der Präsident selbst das auch noch mal ein bisschen relativiert hat und gesagt hat, er meint natürlich die Fake News Medien. Und da bin ich dann bei dem nächsten Schlagwort Fake News, ein Wort, das der US-Präsident sehr, sehr oft benutzt, was wiederum viele andere Autokraten ermuntert, sich auch auf Fake News zu berufen, Fake News Pressegesetze zu erlassen, Mediengesetze zu erlassen und damit jedwede kritische Berichterstattung, zum Beispiel über den Kreml, auch zu delegitimieren. Und das sehen wir gerade in Russland. Darüber wollen wir gleich diskutieren. Schauen wir uns erstmal an, was mein Kollege Philipp Wundersee zusammengestellt hat zu Trumps Verhältnis zu den Medien in den USA und zur Wahrheit. Ein Mann und sein besonderes Verhältnis zur Wahrheit. Obama sei nicht in den USA geboren. Den Klimawandel gebe es nicht. Und auch Trumps erster Amtstag begann mit einer Lüge. Angeblich sollen die Medien die Zahl der Zuschauer bei seiner Amtseinführung gefälscht haben. Fake News. Dabei waren weniger Menschen zum Kapitol gekommen als 2009 bei Präsident Obama. Üblicherweise gelten staatliche Autoritäten als sogenannte privilegierte Quellen für uns als Journalistinnen und Journalisten. Das heißt, tendenziell kann man sich auf die verlassen. Und wenn das nicht der Fall ist, ist das ein Riesenskandal. In der Endphase des US-Wahlkampfes wurden die 20 erfolgreichsten Falschmeldungen öfter geteilt, geliked und kommentiert als die 20 erfolgreichsten Berichte seriöser Medien. Donald Trump nutzt seinen Twitter-Account immer häufiger als Pressestelle. Immer wieder beschimpft Trump dort auch Journalisten als Feinde des amerikanischen Volkes. CNN beispielsweise ist Feind des Volkes für ihn, ganz egal, wie positiv oder negativ sie über ihn berichten. Und Fox News beispielsweise sieht er quasi als Haussender. Und viele bei Fox News beugen sich dem auch. Fox and Friends, die vielgesehene Morningshow. In den letzten Jahren hat sie sich zum Sprachrohr Trumps entwickelt. Kritik, Fehlanzeige. Echte Kritiker werden stattdessen von ihm diskreditiert. Jetzt ist es aber so mit diesem Präsidenten Donald Trump, dass so viele Falschdarstellungen von ihm veröffentlicht werden, dass es gar nicht mehr so einfach ist, zwischen Lüge und Wahrheit zu unterscheiden. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen das machen, dann auch noch wüst beschimpft werden. Donald Trump und die Medien. Hunderte Zeitungen haben mittlerweile gewarnt vor einer Gefährdung der Pressefreiheit durch den US-Präsidenten. Ja,
Herr Aust, wir hören das gerade am Ende des Beitrags. Es gab einen Moment, wo sich viele Zeitungen in den USA zusammengetan haben und zusammen sich gegen diese Behauptung gestellt haben, sie seien Feind des Volkes. War das ein notwendiges Zeichen und wäre sowas in Deutschland auch möglich? Ist das richtig an so einer Stelle, dass die Zeitungen sich zusammentun? Naja, erstmal müsste man mal so einen groben Präsidenten bzw. Kanzler oder Kanzlerin haben, der sich so verhält oder die sich so verhält, wie Trump das tut. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Und wie man so sagt, auf einem groben Klotz gibt es manchmal einen groben Keil. Das ist umgekehrt auch so. Aber man darf natürlich nicht ganz vergessen, dass sich die Verhältnisse in den letzten Jahren durch das Internet gewaltig verändert haben, aber ganz gewaltig verändert haben. Ich meine, überlegen Sie, was deutsche Kanzler schon über die Medien gesagt haben. Konrad Adenauer, ein Abgrund von Landesverrat. Das ist auch nicht so viel anders gegenüber dem Spiegel. Das ist auch nicht so viel anders als das, was er jetzt sagt mit Feinden des Volkes und was hat Helmut Schmidt alles über Journalisten abgelästert. Da gibt es viele, viele Beispiele. Das Einzige, was sich wirklich gewaltig verändert hat, ist, dass alle diese Dinge natürlich im Internet aufgegriffen werden und dann wie durch einen Katalysator verstärkt werden und dadurch plötzlich die öffentliche Debatte auf eine andere Weise bestimmen, als das früher der Fall gewesen ist. Aber ich finde, wir als Journalisten, wir haben Politiker immer angegriffen und heftig kritisiert, wahrscheinlich immer zu Recht, vielleicht ganz selten noch mal zu Unrecht. Ich natürlich immer nur zu Recht, ist ja klar. Aber ich finde, wir sollten da auch nicht so empfindlich sein. Wenn wir Politiker angreifen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn die mal irgendwie grob zurückschlagen. Solange das System funktioniert, sodass sie uns nicht sozusagen den Arbeitsplatz nehmen können oder das Recht auf Meinungsfreiheit kappen können, dann wird es natürlich ganz ernst, wenn zum Beispiel die Parteien, was öffentlich-rechtliche Anstalten anbetrifft, Einfluss nehmen auf Personalbesetzung und dergleichen. Und das hat es auch in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben, und zwar sehr grob. Also ich kann mich erinnern, ich war ja viele Jahre beim NDR, also in der ARD, bei Panorama, und aufgrund der Brockdorf-Berichterstattung über das Atomkraftwerk in Brockdorf, das damals im Bau war, da wollten die Parteien, vor allen Dingen die CDU ganz vorne, am besten den NDR zerschlagen. Also das ist so neu nicht. Herr Bolz, die Washington Post hat zusammengefasst, dass Trump durchschnittlich bisher seit Amtsantritt bis Ende 2018 gegen diese Aufstellung pro Tag etwa 11 falsche oder irreführende Aussagen von sich gegeben hat. Ist es Aufgabe der Medien? Ist es richtig, dass eine Zeitung wie die Washington Post das so bewertet und aufstellt und darauf hinweist? Ja, ich weiß nicht, ob es eine Bewertung ist oder einfach ein analytisches Ergebnis. Das kann ich nicht beurteilen. Denkbar ist das. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Aber unser Thema ist, glaube ich, ein bisschen anders gelagert. Und man sollte es nicht auf die Empfindlichkeit des Weltjournalismus gegenüber einem Politiker reduzieren, der in einer Art auftritt gegenüber der Weltjournalie wie noch nie zuvor jemand anders. Ich glaube, es stimmt schon mit dem gegenseitig aufeinander einprügeln. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung der ganzen Sache. Denn eines war in dem Einspieler ja eindeutig nicht wahr. Ein Kommentar, den ein Journalist da gegeben hat, nämlich zu sagen, ja, wenn CNN berichtet über Trump, ob das jetzt positiv oder negativ ist, wir gelten als Feinde des Volkes. Ich gucke sehr oft CNN. Und ich habe noch nie irgendetwas Positives über Trump gehört in diesem Sender. Und das gilt nicht nur für CNN, das können Sie in Deutschland genauso beobachten. Er mag ja ein schrecklicher Mensch sein, vielleicht ein schlimmer Präsident, vielleicht macht er alles falsch. Aber ich glaube, es gibt auch nicht den Ansatz des Versuchs einer objektiven Berichterstattung über Trump. Das gilt für Deutschland genauso wie, soweit ich es beurteilen kann, für Amerika. Und da steckt, glaube ich, ein ernsthaftes Problem. Und das hängt auch mit dem Gesamtthema zusammen. Ich denke, ich will nicht sagen, dass Trump zur Notwehr Lüge greift, aber dass er im Grunde da eine Gegenwelt sieht, gegen die er massiv vorgeht. Und das natürlich vor allen Dingen mit dem neuen Medium, den digitalen Medien, mit Twitter. Auch eine, muss man zugeben, geniale Idee, auf die bisher auch noch niemand gekommen ist, mit Twitter Weltpolitik zu machen. Also unter Umgehung aller klassischen Massenmedien. Das ist schon eine interessante und, wie ich finde, sehr intelligente Art und Weise, Gegenöffentlichkeit zu produzieren. Ja, also wir haben viele Punkte angesprochen, über die wir gleich sprechen, Frau Reschke. Plötzlich, wenn wir Donald Trump sehen und hören, geht es um alternative Fakten, wird über die Wahrheit oder über Fakten diskutiert. Was passiert da? Ich glaube, das Problem, was man als Journalist oder vielleicht auch als Mensch in Deutschland hat mit Donald Trump, ist jetzt gar nicht so sehr unbedingt die Bewertung seiner einzelnen politischen
Leistungen oder Misserfolge. Ich glaube, das ist für die meisten Menschen hier gar nicht so einfach zu bewerten, sondern diese Aussagen, die halt immer wieder kommen, die ein politisches System untergraben oder eine Demokratie angreifen. Es ging ja nicht nur gegen die Presse, es ging auch gegen die Justiz, es ging auch gegen grundsätzliche Menschenrechte. Natürlich erschüttert einen das, wenn der einfach mal zack aus dem Klimaabkommen aussteigt. So, das sind natürlich alles so Dinge gewesen, die einen irritiert haben an diesem Präsidenten. Und wenn du jemanden hast, der sagt, also dass der sich jetzt ärgert über Journalisten, das kann ich verstehen. Und da haben Sie vollkommen recht. Es gab auch in Deutschland Kanzler, die sich über Journalisten geärgert haben. Aber es ist ja was anderes, ob man sich über eine Berichterstattung ärgert oder ob man unisono die Presse, die ja ein Teil dieser Demokratie ist, sozusagen in Grund und Boden rammt und die einzigen, die sozusagen noch Geltung haben für ihn, Fox News sind, die an seinen Lippen hängen und alles, was er sagt, gut finden. Das finde ich dann in dem Kräftespiel und auch in der Rolle, die Medien in der Demokratie haben, schwierig. Und ich glaube, deswegen tut man sich damit so ein bisschen schwer. Ich muss übrigens noch eine Sache sagen, ich muss jetzt doch den NDR verteidigen. Das ist natürlich 40 Jahre her, ne? Die Brockdorf, also fast 40 Jahre her. Das war ja Anfang der 80er. Also schon damals. Hat sich schon viel, nee, nicht schon damals. Damals hat es sich damals dann. Damals war der Einfluss der politischen Parteien sehr, sehr, sehr groß. Genau, danach ist es auch geclashed. Auf die ARD. Ich weiß, also beim NDR war es so, wenn die Mehrheiten in den drei Bundesländern so waren, dass die CDU bestimmte, war der Intendant CDU, der stellvertretende Intendant SPD, der Programmdirektor durfte wieder CDU sein. Ja. Und beim Machtwechseln war es dann umgekehrt. Das stimmt, ist so. Aber wie gesagt, das und, ist schon. Naja, aber so lange ist es mit Nikolaus Brenner zum Beispiel beim ZDF nicht her, dass der Einfluss sagen genommen worden ist. Ja, verteidigen Sie den NDR. Ja, das bleibt es ging aber, das war nicht eine Kritik am NDR, nein, sondern an die politischen Parteien, die Einfluss genommen haben. Und das ist zum Glück in der Tat etwas zurückgedrängt worden. Durch die Brockdorf-Berichterstattung, übrigens. Ja, guck mal. Ja. Bleiben wir noch mal kurz bei dem Stichwort Fakten. Frau Böcker, kann es eigentlich einen Streit über Fakten, über Wahrheit geben? Nein, kann es auf keinen Fall. Und ich glaube, das ist, was sowohl Trump als auch andere Rechtspopulisten versuchen, wenn sie mit dem Begriff Meinungsfreiheit operieren. Also Trump oder auch die Rechtspopulisten in Deutschland, die haben ja eine ganz andere Auffassung von Meinungsfreiheit, als sie ursprünglich definiert ist. Weil die Rechtspopulisten finden, dass Meinungsfreiheit bedeutet, alles sagen zu dürfen und auch zu lügen, rassistisch beleidigen zu dürfen, Menschenrechte in Frage stellen zu dürfen. Und das fällt ja nicht unter Meinungsfreiheit. Und es ist ja schwierig oder es ist auch keine journalistische Aufgabe, Lügen und Wahrheit als gleichberechtigte Meinung nebeneinander zu stellen. Herr Bolz, Sie als Medienwissenschaftler dort, Fakten, Wahrheit, kann es da verschiedene Meinungen zu geben? Kann man darüber streiten? Es ist leider nicht so, dass es so einfach wäre, Lügen von Wahrheit zu unterscheiden. Alles, was überhaupt berichtet wird, ist eine Art Konstruktion. Sie können immer nur hochselektiv über die Welt berichten. Sie müssen Ausschnitte wählen. Vor allen Dingen sind Massenmedien gezwungen, und das ist sehr wichtig in unserem Zusammenhang, jedes mögliche politische Thema, das eigentlich in sich meist sehr komplex ist, zu personalisieren und zu emotionalisieren, es ins Bild zu bringen, was auch oft gar nicht so leicht möglich ist. Und all das sind, wenn Sie so wollen, unabweichliche Verzerrungen von Realität. Das heißt, wir müssen Abschied nehmen von der Vorstellung, es gäbe sowas wie eine objektive Berichterstattung. Ich habe auch meine Lieblingszeitung. Ich finde, die FAZ und die Welt, die schreiben wirklich, wie die Wahrheit ist für mich. Ich weiß natürlich als halbwegs gebildeter Mensch, dass es nicht so ist, dass andere ihre Süddeutsche haben oder ihre anderen Sendungen. Aber so sehr wir dran hängen, dass unsere eigene Meinung immer wieder bestätigt wird, so sehr muss man doch sich klar machen, dass jede Weltdarstellung eine Art Konstruktion ist und dass sie deshalb niemals die Wahrheit bringen kann. Lügen als Lügen überführen ist eines. Ja? Das ist vollkommen klar. Wenn jemand lügt, das hat immer kurze Beine und kann entlarvt werden. Und da sind die Journalisten wunderbar dafür prädestiniert und tun das ja auch. Aber viel interessanter sind ja Dinge, die Einschätzungen ausdrücken oder die Perspektiven ausdrücken. Wohin geht die Reise? Was soll die Politik in Zukunft bringen? Denken Sie an die Flüchtlingsproblematik oder so etwas, so eine Einschätzung. Die Flüchtlinge sind ein Geschenk für uns oder sie sind eine Last für uns. Das ist weder Wahrheit noch Lüge. Das ist eine politische Einschätzung von ungeheurer Bedeutsamkeit und darüber kann man und muss man streiten. Mhm.
Herr Bolz hat gerade die Wahrheit in Ihrer Zeitung gefunden, aber Sie haben am Anfang ja, schon... Ja, die manchmal da auch, aber auch nicht immer. Es gibt ja, das, was ich daran interessant finde, das ist eine der wenigen Publikationen mit sehr unterschiedlichen Positionen. Manche Positionen sind auch Positionen, über die ich mich ärgere, wenn ich das lese, aber ich finde es gut, wenn es nicht alles sozusagen stromlinienförmig in eine Richtung geht, sondern unterschiedliche Meinungen auch tatsächlich ihren Raum finden. Mhm. Und in der Tat ist es so, dass natürlich schon die Auswahl eines Themas hat etwas damit zu tun, für welches Thema ich mich interessiere. Und das Zusammentragen der Fakten hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie ich als Journalist oder jemand anders als Journalist irgendeine bestimmte Situation, irgendeinen bestimmten Sachverhalt einschätzt. Mhm. Also jetzt so zu tun, als gäbe es nur die alleinige Wahrheit, das ist, glaube ich, wirklich falsch. Vor allen Dingen ist dann die Frage, wer entscheidet darüber? Genau. Bleiben wir ganz kurz noch mal bei den USA am Anfang. Sie haben ganz am Anfang schon das wichtige Stichwort, die sozialen Netzwerke, die sozialen Medien mit eingebracht. Wäre Trump und auch die Debatte über Trump, auch wenn wir so über ihn und seine Aussagen diskutieren, wäre das und er als Politiker und Präsident überhaupt möglich ohne die sozialen Netzwerke? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das anders wäre ohne die sozialen Netzwerke. Ich glaube, dass das gesamte politische Klima sich, was weiß ich, wie im Aquarium, wenn da Wasser drin ist, ist anders, als wenn da kein Wasser drin ist, völlig anders entwickelt hat. Und ich glaube, man kann nicht so sich auch nur sehr schwer vorstellen, wie so etwas wäre, wenn es das nicht gäbe. Also ich glaube, dass in der Tat Trump auch in der Grobheit, in der er auftritt und in der er artikuliert und wie er direkt an die Wähler oder die vermeintlichen Wähler rangeht, wie er die Medien beschimpft, die Art, wie er sich artikuliert, wie er sich darstellt, eigentlich ein typisches Produkt, auch wenn er nicht sozusagen zu der jüngeren Generation gehört. Nicht? Aber er hat das relativ gut kapiert, wie man sowas machen muss, ob das im Endeffekt für ihn sehr positiv sein wird und ob das seine Wahlchancen noch mal erhöht oder nicht, ist eine andere Frage. Aber insgesamt ist es ja auch nicht so schlimm, wenn die gesamte Bevölkerung über ihre Twitter-Accounts oder sonst was auf irgendeine Weise mitdiskutieren kann. Ich meine, es hat auch jeder das Wahlrecht. Nicht der blödeste Idiot hat heute ein Wahlrecht und deswegen kann auch der blödeste Idiot gewählt werden. Nicht? Und deswegen wollen wir den blöden Idioten auch nicht absprechen, dass sie dann mit Twitter oder mit anderen sozialen Netzwerken irgendwelche Sachen verbreiten. Das ist früher auch schon so gewesen. Das konnte bloß damals nicht jeder nachvollziehen. Das haben die in der Kneipe gemacht. Ja, aber das waren nicht nur die sozialen Netzwerke. Es waren auch die Medien, die ihn groß gemacht haben. Je schriller er aufgetreten ist, je plakativer er aufgetreten ist. Möglicherweise sogar diejenigen Medien, die gegen ihn waren. Ganz genau. Ganz genau. Also was wäre die Alternative gewesen? Wie hätte man berichten sollen? Er ist bei CNN aufgetreten. Er hat halt ganz bewusst diese kurzen Aufmerksamkeitsspannen, kurzen News-Cycles, die wir mittlerweile haben, genutzt. Frei nach der Devise Spin first, correct later. Und das ist ja auch eine Taktik, die wir hier bei den Rechtspopulisten in Europa auch sehen. Aber ich meine, wir reden ja hier über Medien und nicht alleine jetzt über Trump. Ich glaube nicht, dass er gewählt worden ist allein wegen der sozialen Medien und wegen seines Auftrittes. Er ist gewählt worden, weil die Alternative für sehr viele amerikanische Wähler nicht besonders attraktiv gewesen ist. Das kann man sehen, wie man will. Aber die Vereinigten Staaten bestehen eben nicht nur aus der Wall Street im Osten und Silicon Valley im Westen, sondern müssen wir die ganzen Bereiche in der Mitte angucken, mit den Leuten, die irgendwie nicht mehr von einer Arbeit, wenn sie überhaupt welche haben, leben können und wie die Infrastruktur ist. Das heißt, sozusagen dieser Begriff America First, mit dem er ja seine erste Wahl gewonnen hat, die kann man interpretieren wie Deutschland, Deutschland über alles. Man kann es aber, und so ist es im Wesentlichen bei uns ja auch interpretiert worden, man kann es aber auch so interpretieren, jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere eigenen Sachen. Und ich glaube, diejenigen, die ihn gewählt haben, haben das America First eher so begriffen. Nicht sozusagen die große Weltmacht Amerika muss wieder dastehen, sondern jetzt lassen wir dafür sorgen, dass das Land wieder funktioniert. Ob der das jetzt macht, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Grund, warum er gewählt worden ist. Also ich möchte da auch was sagen zu dem Verständnis, weil hier sehr viel über den Donald Trump gesprochen worden ist. Ich habe die Vereidigung von der Frau Merkel gesehen. Die hat auch geschwört, dem deutschen Volke eine Bundeskanzlerin sein. Die hat nicht für Europa, nicht für Syrien oder für andere Länder geschwört, sondern für das deutsche Volk. Das hat natürlich auch der Donald Trump gemacht und so macht er. Zu den Medien nochmal. Durch diese neuen Medien, wir sind hier drei alte weiße Männer und wir sind groß geworden in der, alle drei glaube ich, in der Analog-Gesellschaft und nicht in der digitalen Gesellschaft. Mit den Twitter erreichte Donald Trump 40 Millionen Leute. Die Auflage von New York Times, also zumindest das weiß ich,
die Subscription, das sind 3 Millionen. Das ist gar nichts für so eine große Zeitung. Und zu der Lügenpresse, New York Times, sagen wir, wenn eine Presse einen anonymen Brief veröffentlicht, zitiert dann Leute, die sich dann, nachdem dieser anonyme Brief veröffentlicht worden ist, distanzieren von diesen Aussagen. Und wissen Sie, ich bin kein Journalist hier, ich bin der einzige Amateur hier in dieser Runde, aber ich bin immer Unternehmer gewesen. Und ich bin so erzogen gewesen, dass wenn einem Unternehmen ein anonymer Brief angekommen ist, dann hat man den nicht gelesen, man hat den zerrissen und Papierkopf geworfen. Und nun passiert Folgendes, diese berühmten New York Times oder Washington Post veröffentlichen einen anonymen Brief, den man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und zu den Medien nochmal, zu der Proportion, CNN, ja. ABC, NBC, ABC sind alle gegen den Trump eingestellt gewesen. Das ist nur der Sender Fox und vielleicht... Der aber der meistgesehene ist unter den Sendern. Ja, scheinbar ja, schätzt man diese Nachrichten, die dort genau. rüberkommen. Und die anderen Nachrichten schätzt man nicht. Genau. Dann ist das doch der beste Beweis, dass die Leute, die zuschauen, diesen Sender auch anschauen. Weil ja. scheinbar hat er einen Marktwert, der bei dem Zuschauer ankommt. Geben Sie uns doch mal einen Einblick. Fühlen Sie sich von Fox News umfassend informiert? Also reicht Ihnen das als Quelle? Kann ich gerne Ihnen sagen, antworten, die Frage. Also erstens schaue ich natürlich alle Sender, also auch die linken Sender. Eine Sache ist natürlich auffallend, glaube ich, bei CNN, aber auch bei Fox News. Wenn es Runden gibt, da gibt es immer einen, der den konservativen Blickwinkel vertritt. Und bei CNN natürlich alles Demokraten und so weiter und so fort auf der anderen Seite. Das ist aber das Gleiche bei Fox. Da ist immer einen, der diese Richtung von den Demokraten vertritt und der Rest natürlich mehr konservativ. Und ich habe großes Problem, wenn man hier den Donald Trump als Populisten, als Rassisten, als Nationalisten und so weiter und so fort bezeichnet. Das ist eine Keule, mit der sie auch leider auch in den deutschen Medien operieren, wo sie praktisch jede Argumentation, und das sitzt hier ein Wissenschaftler, sofort erschlagen können. Wenn Sie jemand sagen, der ist Rassist, der ist Nationalist, der ist ein Rechter, der ist Populist, goodbye, gibt es keine Diskussion mehr. Frau Reschke, zu sexist ist er, oder? Sexist ist er auch. Warum ist er sexisch? Sexist. Ach, sexist. Sexist. Ach, sexist. Ja, das sexist fehlt ja noch. Okay. Das wäre noch schlimmer. Frau Reschel, zu Recht oder zu Unrecht die Kritik an Donald Trump, auch von deutschen Medien, mit den Punkten, die Herr Weinberg gerade genannt hat? Naja, das kann man jetzt ja nicht so pauschal sagen. Aber natürlich, wenn man sieht zum Beispiel, das sind immer so die Momente, die ich jetzt als Journalist oder überhaupt als Zuschauer einfach erschütternd finde, wenn ich sehe, wie ein Präsident mit all seiner Macht, die er hat, von oben herab Leute niedermacht, dann sind es Momente, die ich erschütternd finde. Und wenn ich sehe, ob ich ihn jetzt als Rassisten, ich habe jetzt auch nicht erlebt, dass er in Deutschland permanent als Rassist oder als Nationalist oder was sagten Sie noch? Welche Beispiele hatten Sie noch? Bezeichnen würde, so war es nicht. Ich finde eher, er ist jemand, der Leute verstört, weil man das nicht kennt, dass jemand, der aus einer Demokratie kommt und sozusagen das höchste Amt eines Staates hat, andere Leute fertig macht. Und natürlich sind Dinge wie zum Beispiel das Trennen der Kinder von ihren Eltern an der mexikanischen Mauer Dinge, die problematisch sind. Wir haben nicht genug Zeit, dieses politische Gesetz Bewertung hat Clinton übrigens gemacht. Das war ein Gesetz von Clinton und das war auch Obama derjenige, der das an der Grenze gemacht hat. Sie argumentieren auch einseitig. Sie machen etwas Emotionales, die armen Kinder und so weiter. Die armen Kinder, es ist ja so, eine Übertretung der amerikanischen Grenze ist gesetzeswidrig. So, das heißt, derjenige, der erfasst wird, geht in den Knast erstmal. Ja? Und wenn ein kleines Kind dabei ist, können Sie doch das Kind nicht in den Knast reinstecken. Also es ist eine humanitäre Maßnahme. Es ist im Prinzip eine humanitäre Maßnahme. Okay. So, ich würde die Diskussion gerne noch mal auf unsere Aufgabe, auf die Aufgabe der Medien ganz einfach noch mal zurückholen. Unsere Aufgabe ist es, glaube ich, jetzt hier zu untersuchen, ist Herr Trump wirklich der Anwalt derjenigen, die ihn gewählt haben? Oder ist er vielmehr auf ganz anderen Ebenen unterwegs, mit seinen finanziellen Verflechtungen, mit seinen internationalen Verflechtungen? Ist er eigentlich ein Oligarch, ist er ein Kleptokrat oder ist er wirklich der Anwalt der kleinen Leute? Was hat er in dieser Zeit für die kleinen Leute getan? Ich glaube,
Das müssen wir jetzt überprüfen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Da bin ich jetzt auch angesprochen. Tut mir leid, aber ich bin da angesprochen worden. Er hat hier die kleinen Leute ganze Menge gemacht. Er hat 1 Million Leute von den Foodstamps weggebracht. Er macht eine Justizreform, die den Afroamerikaner zugutekommt. Das heißt, Leute, die im Knast sitzen, kriegen eine Ausbildung, können sich dann behaupten im Leben, das hat er durchgeführt. Er hat eine Siebgott-Reform gemacht. Siebgott-Reform, das ist eine Reform, wo praktisch, das sind 8.900 Städte und Gemeinden fokussiert worden, die heruntergekommen sind. Mit 100 Milliarden Dollar werden diese Bereiche saniert, renoviert. Das sind auch alles Bereiche, wo eben diese kleinen Leute, die politische Minoritäten leben drin. Tut mir leid, dass ich unterbrechen muss, aber die politische Bewertung, was wollen Sie noch? Was werden Sie noch mehr heute Abend nicht schaffen können. Wir wollen über die Medien und uns selbst sprechen. Und deswegen schauen wir einmal weiter. Reporter ohne Grenzen haben kürzlich eine neue Rangliste veröffentlicht, wie viel Pressefreiheit es in den einzelnen Ländern unserer Welt gibt. Die USA sind demnach abgesackt auf Platz 48. Das ist hinter Taiwan, Botswana und Rumänien. Die Länder mit der größten Pressefreiheit, das sind die skandinavischen Länder. Und Deutschland hat sich in dem Ranking zwar um 2 Plätze verbessert, auf Platz 13, allerdings nur, weil andere Länder zurückgefallen sind, sich verschlechtert haben. In der Bewertung ist die Lage für Journalistinnen und Journalisten und die freie Presse in Deutschland nämlich auch schlechter geworden. Anfeindungen gegen Journalisten in Deutschland, Lügenpresserufe und Gewalt. Eine große Vertrauenskrise? Das sind aber auch wirklich gewalttätige Übergriffe bis hin zu Verletzungen. Das heißt, das Klima hat sich da extrem verschärft. Auch wenn immerhin 44% der Deutschen den Medien grundsätzlich vertrauen, herrscht laut einer aktuellen Studie eine starke Polarisierung. Eine Minderheit sei laut und arbeite gegen Medien. Es geht nämlich darum, das demokratische System zu zerschießen. Die wollen keine Demokratie, die wollen keine freie Meinungsäußerung von allen Seiten. Und an der Stelle sind wir natürlich die richtigen Gegner. Und manchmal Verursacher einer Krise? Der Fall Relotius. Die Fälschungen des preisgekrönten Spiegelreporters beschäftigen die Branche noch immer. Steht die Glaubwürdigkeit in Frage? Die gesellschaftliche Haltung ändert sich. Es wird anders eingefordert von uns, dass wir auch erklären, was wir tun und dass wir auch mal Fehler einräumen. Das gehört auch dazu. Das haben wir in der Vergangenheit nicht getan. In der Silvesternacht 2015 belästigen in Köln nordafrikanische Männer hunderte Frauen. Die Medien, hieß es danach, hätten aus Angst vor der Wahrheit zu lange geschwiegen. Aufklärung kam erst nach langer Zeit. Erstens, die Medien sind selbstkritisch drangegangen und haben auch über ihre Fehler berichtet. Zweitens, der Staat, die Politik, haben Konsequenzen gezogen. Der Mensch, der dafür verantwortlich war, ist nicht mehr im Dienst. Und das ist auch gut so. Die deutschen Parteien wollen ihre eigene Medienöffentlichkeit schaffen. Die Kanzlerin macht es vor. Und die AfD will Nachrichten ungefiltert ans Publikum bringen. Und Annegret Kramp-Karrenbauer lobt ihre eigene PR-Maschinerie. CDU-Livestream ohne Journalisten. Zitat: Wir waren Herr über die Bilder. Wir haben die Nachrichten selbst produziert. Frau Atay, Sie waren lange im Ausland, haben aus Ägypten, aus Russland, aus der Ukraine berichtet, sind im letzten Jahr erst wieder zurückgekommen nach Deutschland. Waren Sie da überrascht von der Lügenpressedebatte hier bei uns in Deutschland? Nein, das ist ja etwas, was mir die ganzen Jahre eigentlich begegnet ist. In sozialen Medien, in Briefen, in Zuschriften, in E-Mails wurde ich ja immer wieder als Lügenpresse angeprangert. Der ganze Konflikt hat sich ja eigentlich, wenn man jetzt zurückblickt, wie sich Ukraine-Russland-Konflikt entwickelt hat, dann ist das ja sozusagen der Urknall gewesen, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Also insofern. Also vor dem ganzen Thema Flüchtlinge, Migration noch, genau, damals die Zeit, in der Sie auch berichtet haben aus der Ukraine und aus Russland. Da wollen wir auch drüber sprechen, wie Sie das erlebt haben. Im Beitrag haben wir eben kurz noch von einer Studie gehört. Das war eine repräsentative Befragung der Mainzer Johannes Gutenberg Universität. Demnach sind die Vertrauenswerte für Printmedien oder auch die öffentlich-rechtlichen Sender eigentlich
sehr gut, relativ gut, mit einer deutlichen Mehrheit, über 60% der Menschen, die den vertrauen. Schaut man aber auf einzelne Themen, zum Beispiel Themen über den Islam oder Kriminalität von Flüchtlingen, da ist auf einmal das Vertrauen sehr gering. Da glauben nur 20-25% der Menschen, was in diesen Artikeln oder in den Beiträgen zu sehen, zu lesen ist. Deswegen, wir haben eben schon gehört, gab ein Thema auch vor Flüchtlinge, Migration. Aber ist auch das Thema nochmal Auslöser oder ein weiterer Schub gewesen für das Misstrauen vieler Menschen? Ja, ich glaube, das war sogar einer der ganz wesentlichen Punkte, wie das, was hier auch angesprochen worden ist, die Silvesterkrawalle da in Köln auf der Domplatte, über die ist nicht sofort und so umfassend berichtet worden, wie man das eigentlich normalerweise hätte erwarten können. Ich kann mich an diese Vorgänge sehr genau erinnern. Ich war selbst sehr überrascht. Ich war zu der Zeit nebenbei auch nochmal Chefredakteur der Welt und der Welt am Sonntag in dieser Woche und ich kann mich sogar erinnern, dass es erhebliche Zweifel auch bei uns in der Redaktion gab, ob das denn wirklich so gravierend sei. Und natürlich haben immer viele Leute, jetzt nicht im Wesentlichen bei uns, aber insgesamt so die Meinung gehabt, ja, wenn man darüber zu viel berichtet, dann würde man ja sozusagen die Bevölkerung anstacheln gegen die Asylbewerber, gegen die Flüchtlinge, die kommen. Ich glaube, da ist viel Rücksicht genommen worden. Und damit hat man auch eine ganze Menge Glaubwürdigkeit verspielt. Ich glaube, das ist in der Tat so. Zeit, in der auch die Bild damals vom Springer Verlag auch noch Refugees Welcome Aufkleber verteilt hat. Ja, in der Tat. Es gab da auch sehr unterschiedliche Positionen. Und ich muss sagen, ich bin ja nur lange genug in dem Geschäft und habe mich lange genug damit beschäftigt, auch mit diesen Themen, sodass ich da weniger rücksichtsvoll gewesen bin. Und ich war der Meinung, dass man über das, was ist, auch berichten sollte und nicht zu viel von dem Wunschdenken, was man hat, darüber, wie die Gesellschaft zu sein hat und wie sie sein sollte und wie Menschen denken sollten, nicht zu sehr in den Vordergrund stellt, sondern genau über das berichtet, was tatsächlich passiert. Denn in Wirklichkeit bricht sich das natürlich doch irgendwann die Bahn. Und dann haben die Leute das Gefühl, sie werden nicht richtig unterrichtet. Und ich glaube, aus dieser Zeit kann man eine ganze Menge lernen. Frau Bücker, die Silvesternacht, in der vor allem Frauen angegriffen wurden, Übergriffe stattgefunden haben, hätte man da anders, mehr, schneller darüber berichten sollen? Man hätte vielleicht schneller darüber berichten können, aber ich glaube, ein einzelnes Ereignis dafür verantwortlich zu machen, dass vielleicht auch das Vertrauen in Medien sinkt, das halte ich für ein bisschen zu kurz gegriffen. Wenn man sich zum Beispiel die Mainzer Studie zu Vertrauen in Medien anschaut, dann sehen wir natürlich einen Anstieg des Misstrauens in Medien. Und was Menschen da sagen, ist, dass sie sich zum einen nicht repräsentiert fühlen, also sie fühlen sich nicht angesprochen von Journalistinnen und Journalisten, und sie beschreiben, sie nehmen ihren Alltag anders wahr, als sie ihn in den Medien wiederfinden. Und das ist eigentlich ein Plädoyer dafür, wenn wir über Pressefreiheit sprechen, für Medienvielfalt, für starke Lokalmedien, für starke Regionalmedien und für Diversität in den Medien. Weil was sich hier widerspiegelt, ist, dass vielleicht auch nicht immer Redaktionen so den Nerv treffen können, was ihre Leserinnen und Leser bewegt, dass sie Themen verpassen. Man kann natürlich nicht alles darstellen, aber wenn man eine Entfremdung stattfindet, dann kann es Hinweis darauf sein, dass man Themen verpasst und eben nicht mehr so nah am Leser ist. Und wenn Leserinnen und Leser dann eben auch noch sagen, so, wir finden unseren Alltag da gar nicht wieder, dann muss man auch noch mal fragen, warum. Und wir haben zum Beispiel bei Regionalmedien gesehen, dass gerade viel in Hauptstadtbüros investiert wird. Das heißt, die Berichterstattung über Bundespolitik wird verstärkt. Und vielleicht könnte es ja eine bessere Idee sein, wieder in starke Lokalredaktionen zu investieren, um zu gucken, was passiert da eigentlich vor Ort. Weil da ist natürlich in den letzten Jahren unheimlich viel abgebaut worden. Die Lokalberichterstattung wird dünner und dass da dann auch Vertrauen in Medien schwindet. Das finde ich nachvollziehbar. Dabei sind die lokalen Zeitungen in den kleineren Städten spielen noch eine gewaltige Rolle. Und insofern, das Internet hat ja auch nicht nur negative Aspekte, sondern auch sehr positive, die darin bestehen, wenn die einen das eine verschlafen, dann findet man irgendein Video oder irgendeine Mitteilung im Internet und dann merken die Redakteure auch, dass sie das verpennt haben. Aber ich habe noch nie eine Äußerung gehört, dass das Misstrauen gegenüber den Medien in irgendeiner Weise korreliert wäre mit zu geringer lokaler Berichterstattung. Dieses Argument ist mir vollkommen neu, habe ich noch niemals gehört. Das mag alles stimmen, was Sie sagen, dass es da Defizite gibt, aber das begründet nicht dieses fundamentale Misstrauen in diesen entscheidenden Fragen, die Sie gerade angesprochen haben. Es geht ja nicht um ein prinzipielles Desinteresse an klassischen Medien, sondern es geht darum, dass in den großen Fragen, den großen politischen, den heißen Themen, die Leute das Gefühl haben, betrogen zu werden. Sie werden allerdings nicht betrogen durch eine Lügenpresse,
das ist einfach Unsinn. Das war immer Unsinn, dieser Vorwurf, und das bleibt es auch. Relotius ist ein Sonderfall, sondern ist der andere Vorwurf, der auch mal aufgekommen ist, dann Lückenpresse. Da ist was dran. Also es wie wird meinen vieles, Sie das? Beschreiben Sie das, Lückenpresse? Nun, das heißt ganz einfach, man weiß, dass etwas passiert ist, man bringt es aber nicht als Nachricht aus, wie Herr Aust richtig gesagt hat, Rücksicht auf die Bürger, die das offenbar nicht verkraften können. Und das ist, glaube ich, das wirklich Gefährliche, dass viele Journalisten das Gefühl haben, sie haben ein Wissen, sie haben Informationen, die man den Menschen da draußen im Lande nicht zumuten kann, weil sie nicht in der Lage sind, erwachsen darauf zu reagieren. Also man traut ihnen nicht zu, eine eigene Meinung zu geben. Sehen Sie eine Lückenpresse? Das finde ich schwierig. Ich muss jetzt mal alles zusammenfassen. Ich bin nicht so ganz sicher, ob wirklich Menschen deswegen die Glaubwürdigkeit nicht sehen, weil sie ihren Alltag nicht wiedergespiegelt sehen, sondern ich habe es gibt ja immer diesen Satz, gefühlte Wahrheit ist auch eine Wahrheit. Und gerade in diesem ganzen Thema Kriminalität und Flüchtlinge ist sehr viel gefühlte Wahrheit im Spiel. Und es sind sehr viele Menschen, die sagen, da ist jenes passiert oder Folgendes und die Presse hat nicht darüber berichtet, sondern ist gar nichts passiert. Also da ist so viel Waberndes, Unklares, dass es für die Medien, für Journalisten auch etwas schwierig ist, darauf einzugehen. Also ich habe das Gefühl, es gibt eine große Erwartungshaltung, auf Dinge einzugehen, die es aber teilweise gar nicht gibt. So, das finde ich erstmal problematisch. Mit der Lückenpresse, das finde ich auch schwierig, weil das klingt so ein bisschen für mich wie, als würden in den Redaktionsstuben so Art, Journalisten sitzen, die dem Volk was zumuten wollen oder nichts zumuten wollen. Und wir dann Sachen sozusagen unterdrücken. Das habe ich so auch noch nicht wahrgenommen. Also kann es jetzt natürlich nur aus meinem Redaktionsalltag, das kann ich nicht behaupten. In der Tat kann man sich zum Beispiel fragen, warum hat man nicht in Köln, wo es ja anscheinend auf der Domplatte immer wieder zu diesen Antanzversuchen oder Handtaschenraub oder sonst irgendwas kam, nicht vorher darüber berichtet, dass es anscheinend ein Kriminalitätsproblem mit, in diesem Fall waren es, glaube ich, vor allem Nordafrikaner gab, die da irgendwie ihr Unwesen treiben. Da habe ich mich oft schon gefragt, hätten wir darüber berichtet? So, jetzt hätte ich als bundesweites Magazin wahrscheinlich nicht über Kriminalität auf der Kölner Domplatte, weil das wäre mir jetzt zu regional gewesen. Aber wenn man gemerkt hätte, okay, das kommt sehr häufig vor, ja, hätte man wahrscheinlich darüber berichtet. Dass jetzt zum Beispiel diese Kölner Silvesternacht so versemmelt wurde, war, glaube ich, auch, weil Journalisten in diesem Moment, man darf ja auch nicht vergessen, auch die kamen ja nach einem Silvesterurlaub so, und es war ja vollkommen unklare Nachrichtenlage. Also man hatte ja auch selbst die, ganz kurz nur, ich weiß schon, es gab ja ganz viel, also man darf nicht vergessen, dass auch die offiziellen Pressekonferenzen ja geprägt waren von Desinformationen. So, und ich weiß noch, wie wir da alle saßen und versucht haben, uns, wenn man nicht in Köln vor Ort war, sich ein Bild zu machen. Na, nicht warum, also einfach überhaupt nur mal ein Bild zu machen, um zu sagen, hey, was ist denn da passiert? Man muss ja Dinge auch erstmal begreifen, bevor man schon rausgeht. Ich habe mich sehr erstaunt, wie so mancher Journalist bereits Dienstagmorgens eine komplette Analyse machen konnte, dass es an den muslimischen, falsch erzogenen Männern liegen kann. Wo ich dachte, ah ja, das ist ja toll, ich weiß das alles noch nicht. Also ich würde nie sagen, dass Journalisten absichtlich Sachen zurückhalten, um die Bevölkerung, also wie war das, wie der de Maizière-Satz? Dinge meines Wissens würde ich verunsichern. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass Journalisten sehr häufig, und ich finde zu häufig, ein eigenes Sendungsbewusstsein haben. Und das ein Stück in den Vordergrund stellen. Und ich kann mich erinnern an genau diese Tage. Und da ist die Domplatte ein Beispiel. Es gibt verschiedene andere Beispiele dafür. Dass Leute das nicht wahrhaben wollten. Denn sie dürfen nicht vergessen, das war die Zeit, in der eben tatsächlich noch diese Welcome Refugees Euphorie war. Und da passte das irgendwie nicht ins Bild. Ja, und ich kann mich entsinnen. Entschuldigung, darf ich das mal eben zu Ende sagen? Es passte Folgendes nicht ins Bild. Und ich bringe das mal auf ein Zitat. Wir haben da heftige Diskussionen drüber geführt. Und da wurde gesagt, ja, das waren ja gar keine Flüchtlinge im eigentlichen Sinne. Das heißt, es passte sozusagen nicht ins Konzept. Und ich glaube, das spielt eine gewaltige Rolle. Ich sage Ihnen ein anderes Zitat. Als an dem Abend, an dem hier Anis Amri mit dem Bus in die Menschenmenge reingefahren ist, da haben wir sind wir sofort in die Redaktion. Und ich will jetzt auch nicht sagen, von wem. Aber dann hat einer gesagt, als es noch nicht klar war, wer das gewesen ist. Da hat er gesagt, hoffentlich war es ein besoffener Pole. Weil er gedacht hat, um Gottes Willen, was für eine Diskussion werden wir hier haben, wenn sich herausstellt, dass das ein Asylbewerber ist.
Das heißt, hat er wirklich an die Diskussion gedacht oder hat er an gesellschaftlichen Streit bis hin zu Verwerfungen in der Gesellschaft gedacht? Hoffentlich ist es kein Flüchtling gewesen, weil wir dann eine solche Diskussion plötzlich haben. Und dieser Gedanke, der Gedanke, der dahinter gestanden hat, die Hoffnung zu haben, ist aber noch mal was anderes, ob man dann objektiv berichtet oder nicht. Ich will ja bloß sagen, ich nehme das ja bloß als Beispiel dafür, was in den Köpfen vor sich geht, die sagen, hoffentlich ist es nicht so. Wir sind aber auch in Zeiten, in denen natürlich jegliche, also alles, was passiert, natürlich sofort instrumentalisiert wird. Also selbst ein Brand in Notre Dame wird natürlich sofort dafür benutzt, um gegen Muslime zu... Also das heißt, dass man so einen Gedanken in den Kopf schießt. So wichtig es ist, auf dieses Ereignis zurückzuschauen, und ich denke, das sollten wir immer wieder tun und immer wieder nochmal uns analysieren, so sehr müssen wir uns auch der Tatsache bewusst werden, dass wir die Jahre danach überkorrigiert haben. Und zwar in der Hoffnung, dass wir dann endlich von denen, die uns als links bezeichnen, endlich quasi verstanden werden, dass uns wieder vertraut wird. Was ist passiert? Was haben die Medien gemacht? Und das führt dazu, dass dann ein sogenannter Mikrofonständer-Journalismus sozusagen sich bahnbricht. Also dass man dann nur noch sagt, okay, der sagt das und die sagt das und damit haben wir sozusagen die Wahrheit abgebildet. Also es ist eine Übervorsicht jetzt entstanden und wir nehmen jetzt auch nicht mehr richtig wahr, dass es ja auch rechte Kommunikationsstrategen gibt, die natürlich da mit uns versuchen, ihre Schlagzeilen da durchzusetzen. Das heißt, weniger Bewertung, Einordnung oder? Nein, wir müssen uns einfach gewahr werden, dass es verschiedene Lager gibt, die mit uns spielen. Genau, was passiert ist in den letzten 3-4 Jahren. Die Medien haben sich ja an vielen Stellen verändert, auch wie wir mit den Fehlern umgehen, von Faktenchecks bis anderen Arten. Pendel darf jetzt nicht in die andere Richtung ausschlagen, das will ich damit sagen. Was wäre die andere Richtung? Die andere Richtung wäre, dass wir einfach zu viele Talkshows haben, die verschiedene die polemisch, nicht verschiedene Meinungen. Es ist ja unsere Aufgabe, dass wir diese Meinungen wahrnehmen und dass wir mit diesen Menschen, die solche Meinungen haben, ins Gespräch kommen. Nur, wo hört das auf? Also kommen wir auch mit denen ins Gespräch, die das Grundgesetz oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder eigentlich unsere Arbeitsgrundlage, die Pressefreiheit, abschaffen wollen? Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, das ist genau der Spagat, in dem wir uns bewegen. Also es wurde direkt nach Köln beispielsweise, könntest du wochenlang in den Zeitungen Unmengen von Kriminalitätsfällen von Menschen, die nicht deutsch waren oder die als nicht deutsch bezeichnet wurden in der Zeit. Also wirklich, es schwang wirklich so auf die andere Seite, aber wo man dachte, huch, was ist denn jetzt los? Versuch objektiver Berichterstattung. Das ist ja auch nicht objektiv. Ist das denn objektiv, ist die Frage. Der Versuch, sage ich. Der Versuch zu berichten, was ist, heißt das nicht so schön bei Ihrer früheren Zeit, sagen, was ist, war das nicht die Form? Das wirklich Interessante ist, dass dieser Satz von Rudolf Augstein, sagen, was ist, ist in einem Zusammenhang, der etwas damit zu tun hat, dass er sagte, Journalisten sollten sich nicht so wichtig nehmen. Das ist die Idee. Nicht? Er hat gesagt, und da, aus diesem Zusammenhang stammt ja auch das Wort mit dem Sturmgeschütz der Demokratie. Das hat er ironisch gemeint. Er hat gesagt, dass manche von uns dachten, wir sind das selbsternannte Sturmgeschütze der Demokratie. Und da waren wir weniger einflussreich als zu dem Zeitpunkt, wie jetzt, damals, als nämlich nach der Spiegel-Affäre, wo man uns gleichzeitig zum Trocknen auf dem Boden aufgehängt hat. Da sind wir einflussreich gewesen. Und er hat gesagt, die Aufgabe des Journalisten besteht nicht darin, Regierung oder Koalition zu promoten oder zu promovieren, hat er gesagt in diesem Satz, sondern der Einfluss des Journalismus besteht darin, dass man sagt, was ist. That's it. Mehr auch nicht. Aber das ist schon mal sehr viel. Ich würde gerne darauf reagieren, dass Sie Objektivität bei der Berichterstattung über sexualisierte Gewalt ins Spiel gebracht haben. Weil wenn wir Objektivität hätten oder angemessen über sexualisierte Gewalt Bericht erstatten würden, dann hätten wir jeden Tag die Zeitung voll und hätten da Einblick in die Täterstrukturen. Und es gibt eine rechte Diskursstrategie, die nennt sich Gendernationalismus. Das heißt, dass von Rechten in den Vordergrund gestellt wird. Da wird aufgemacht, wir sind ein modernes Land, wir sind für Frauenrechte und nur die Migranten oder die Muslime stellen Frauenrechte in Frage. Das heißt, rechte Diskurse springen auf Fälle auf, wenn vielleicht Migranten die Täter waren und machen die groß und vereinnahmen feministische Haltungen an diesem Punkt. Während sie dann aber zum Beispiel gegen die Istanbul-Konvention stimmen, die Frauen besser gegen sexualisierte Gewalt schützen soll oder Geschlechterforschung in Frage stellen. Und da hat man eine tatsächliche Verzerrung. Wenn wir über sexualisierte Gewalt sprechen, objektiv, dann ist das ein sehr weites Feld mit sehr, sehr vielen deutschen Tätern und einer wachsenden Zahl von auch migrantischen Tätern. Aber die überwiegende Zahl der Täter ist aktuell deutsch. Und wir dürfen nicht so tun, als wäre sexualisierte Gewalt in Deutschland ein migrantisches Problem. Das ist es nicht.
würde ganz gerne hier an die Runde eine Frage stellen. Und zwar, wie ist das mit der Verantwortung der Journalisten, politische Verantwortung der Journalisten? Und da habe ich ein konkretes Fall, und zwar des höchsten Würdenträger in Deutschland, des ehemaligen Bundespräsidenten in Deutschland. Wir wissen, worum wir mehr reden. Dieser Bundespräsident hat einen Streit mit einem Journalisten gehabt und daraus ist eine Welle entstanden, wo sämtliche Medien, Presse auf diesen Bundespräsidenten, den höchsten Träger des Amtes hier in Deutschland, angeprügelt hat. Man hat den Mann aus dem Amt gejagt, seine Ehe ist kaputt gegangen und man hat ihn fertig gemacht. So. Und Ihre Frage? Ich denke an Wolf, natürlich. Ja. Und juristisch ist es geklärt worden. Und da ist natürlich eine Parallele jetzt zum Donald Trump mit Müller, auch Investigation, wo man juristisch geklärt hat, der Mann hat nichts gemacht. Den hat man aus dem Amt gejagt, man hat ihn fertig gemacht. Das haben Journalisten gemacht, Presse und Media. Und was ist passiert? Gar nicht. Wo ist die Verantwortung der Journalisten für solche Sachen? Und das Gleiche ist jetzt mit Müller-Report, wo es rausgekommen ist, 3x000, gar nichts passiert, war gar nichts da. Na gut, wo ist die richtige Berichterstattung? Da gibt es ja unterschiedliche Einschätzungen dazu. Aber natürlich ist es so, dass jemand, der in einer sehr hohen Position ist, muss damit leben, dass das, was sozusagen als Verdachtsmoment gegen ihn auftritt, dass das sehr sorgfältig untersucht wird, sehr groß untersucht wird und sehr aufwendig untersucht wird. Und ja, sorgfältig und wirklich aufwendig und dadurch natürlich auch eine große Öffentlichkeit bekommt. Nach juristischen Standards. Das ist das Risiko, das Sie haben, wenn Sie in einer leitenden Position sind. Ich bin in der Tat der Meinung, dass bei Wolf ein bisschen übertrieben worden ist insgesamt. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass in der Zeit sonst nichts passierte. Ich möchte den Begriff Fake News noch mal in die Runde bringen. Fake News kommen oft so schnell in den Umlauf. Frau Reschke, kann man die überhaupt einfangen? Kann man die wieder zurückholen? Es bleibt doch immer, ein Eindruck von einer Behauptung, die in den Raum geworfen wird, oder? Fake News ist so ein schwieriger Begriff, finde ich, weil, wie wir auch eben schon über Fakten geredet haben, also ja, und dann heißt es immer als Journalist, weil das ist irgendwie so das Handwerkszeug, was wir haben, ja, wir müssen Fakten berichten. Aber Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, letztendlich kommt es ja gar nicht so sehr auf die Fakten an, sondern auf die Bewertung von Fakten. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier damals Ukrainer nimmt, ja, den Urknall, so. Ja, die Fakten müssen ja erstmal stimmen. Genau, ist der Fakt, ja, Russland hat die Krim eingenommen. Es war aber nicht die Krim-Bürgerwehr, die das gemacht hat, es waren russische Soldaten. Wenn du das sagst, da sagt aber genau, schon ein Teil, ja, aber die Bevölkerung wollte ja, aber gab es doch ein Referendum, die wollten doch gerne zu Russland. So ist schon wieder eine Bewertung, völkerrechtlich ist es klar, aber schon das wird dir sozusagen entgegengehalten und als nicht objektive oder gesteuerte oder einseitige Berichterstattung unterstellt. Und, das zielt ja in eine andere Richtung, nämlich in die Frage, Genau. So. Und Fake News wird immer so, also was sind denn Fake News? Jetzt haben wir zum Beispiel gerade diese ganze Diskussion über die polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Herr Seehofer sagt, wir sind eins der sichersten Länder, sagte unser Innenminister. Jetzt kann man Herrn Seehofer glauben oder nicht. Kommt drauf an, womit Sie es vergleichen. Kann man, genau. So, und dann kommt die AfD und sagt, ja, also der Innenminister lügt, weil die Leute haben eine ganz andere Wahrnehmung und wenn man die Zahlen liest, dann kommt da was ganz anderes raus. Ja, was sind denn jetzt die Fake News und was sind die Fakten? Das ist das Problem des Journalismus. Genau. Ich finde das sehr spannend. Bewertung ist wirklich unendlich wichtig, nämlich für die Politik. Die Politik besteht im Wesentlichen aus Bewertungen von Fakten oder auch vielleicht von Fantasien und von Projektionen. Aber der Journalismus sollte das gerade nicht tun. Meines Erachtens sollte der Journalismus Bewertungen und Informationen trennen. Er sollte Berichte und Meinungen trennen. Sie können gerne Ihre Kommentare machen im Tagesthemen und so weiter, aber das sollte irgendwie ein Strich, wissen Sie, so wie früher in den alten Zeitungen, so ein Strich, was drüber steht, das sind die Informationen, was drunter steht, ist die Meinung von irgendwelchen Redakteuren. Und das Problem, das wir haben, vor allen Dingen im öffentlich-rechtlichen System, ist, dass immer häufiger Informationen und Themen mit ganz bestimmten Meinungen verschmolzen werden. Das ist das Gefährliche, sodass dass man als Rezipient, als Leser, als Zuschauer das Gefühl hat, zu diesem Thema darfst du überhaupt nur noch diese Meinung haben. Es ist nicht unser Problem, dass wir wahnsinnige Meinungsvielfalt hätten und dass man da steuern müsste, sondern unser Problem ist, dass sich viele Leute
bei vielen Themen gar nicht mehr trauen, eine alternative Meinung zu äußern. Aber Herr Beuys, bei Meinung, auch in Kommentaren, ist es ja auch nicht immer einfach. Man kriegt viel Gegenwind. Sie haben, Frau Reschke, bei Tagesthemen-Kommentaren zwar auch viel Zuspruch bekommen, aber auch mehrmals einen großen Shitstorm. Wie haben Sie das erlebt? Das stimmt allerdings, da ist es ja klar, das ist ein Kommentar, da können jetzt Leute sagen, den finde ich doof, dann schreiben sie halt oder regen sich auf oder finden gut. Aber was Sie ja meinen, ist ja eher in normalen Berichten. Genau. Und wenn man da jetzt eben, sagen wir mal beispielsweise, war ja jetzt nun gerade erst diese Frage, ist jetzt Deutschland ein sicheres Land? Berichtest du klassisch, Pressekonferenz, Herr Seehofer, hast du in der Tagesschau, Herr Seehofer sagt, alles super hier, die Kriminalitätsstatistik ist in sämtlichen Punkten runtergegangen, nur in dem einen nicht, aber insgesamt sind wir ein sicheres Land. Ist das jetzt ein Bericht, wenn du den so machst, der mit einer Meinung gefärbt ist? Ja, die Politiker sollen Meinungen haben. Ja, die sollen die Meinungen so, ich berichte doch nur darüber, so sagt jetzt Herr. Das ist doch ein klassischer Tagesschau-Bericht. Aber dann kann man einen Kommentar schreiben und sagen, ja, er sagt, es ist ein sicheres Land, sehe ich irgendwie anders, verglichen mit was weiß ich. Das kann man auch noch machen, Kommentar, weil Sie ja sagten, es würde alles vermischt. So machst du jetzt einen Beitrag. Da kommen natürlich ganz viele Leute und sagen, da ist alles vermischt, weil man kann sie auch ganz anders sehen. Nicht deshalb, weil Sie Politiker ihre Meinung äußern lassen, ist alles vermischt, sondern weil in den Darstellungen von irgendwelchen politischen Problemen Information und Meinung sich immer mehr verschmelzen, dass sie immer mehr ineinander übergehen, sodass sie zu bestimmten, nehmen wir doch mal ein krasses Beispiel, wir haben mit Trump ja zu Recht angefangen, also sie hätten auch noch Putin bringen können oder Erdogan oder so irgendwelche Figuren. Zu diesen Figuren kann man, zumindest bei uns in Deutschland, nur noch eine Meinung haben. Ja, wenn sie eine andere Meinung zu Trump hätten als die, wenn man so flächendeckend in allen Medien verbreitet wird bei uns, sind sie ein Outlaw, sind sie ein Außenseiter und sie könnten sich gar nicht äußern in irgendwelchen. Das finde ich zu pauschal beurteilen. Haben Sie schon mal einen positiven Kommentar zu Trump in irgendeinem Medium in Deutschland gehört? Gibt's nicht. Das ist kein einziges. Selbstverständlich gibt es. Und über Putin gibt es auch ein Modell, wie man Putin darstellt. Doch, alles gibt es, aber der Witz ist natürlich der Witz ist natürlich der, wenn du bei Trump darüber diskutierst, wie er meinetwegen ich höre zu. Soll ich abrücken? Wie er meinetwegen Journalisten fertig macht, dann ist es relativ schwierig, dazu eine positive Meinung. Oder wenn natürlich die deutsche Wirtschaft Angst hat davor, dass irgendwelche Zölle gemacht werden, dann wirst du das so berichten. Ja gut, aber da muss man verschiedene Seiten berichten. Wissen Sie, wir sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, die Leute müssen bezahlen Gebühren. Das heißt, die kaufen Nachrichten und wenn ich etwas kaufe, möchte ich eine gute Ware bekommen. Nein, doch. Halt, stopp. Sie kaufen nicht Nachrichten. Frau Slomka und Herr Kleber mir die Welt in schwarz-weißen Farben erklären und nicht anders. Und die Welt, weiß ich, dass die Welt grau ist und zwar in verschiedenen Tönen, dann ärgert mich das. Und dieser Brushing von Donald Trump, wissen Sie, im Spiegel gab es eine Titelseite, da war Erdogan, da war Putin und da war der nordkoreanische Führer und der Donald Trump. Donald Trump hat niemanden vergiftet, es gibt keine Konzentrationscamps in USA und er hat keine Journalisten in Knast gesetzt. So, und warum ist er jetzt abgebildet mit den drei Diktatoren als ein Diktator? Oder im Spiegel im Sommer? Der Donald Trump angewickelt in eine amerikanische Flagge mit einem Hitlerguss. Was soll das? Das ist ein Niveau polnischen und türkischen Medien, die Frau Merkel in einer SS-Uniform abbilden. Aber ganz das ehrlich, nicht. Dieser Titel wurde sehr, sehr, sehr kritisch gesehen in Deutschland. Aber der ist reingesetzt worden. Ja, die Leute haben das gesehen. Der kleine Spiegel, Mann erkennt das. Ja, der sieht das. Ja, aber ich bin nicht der Spiegelschöpfer. Ich will an der Stelle noch mal zu Goline Atay. Ich will es nicht persönlich. Ich wollte nur sagen, wir werden im Anschluss noch eine Weile zusammensitzen und ein paar Details noch ausdiskutieren. Gulini Atay, ich möchte noch einmal dahin, schon ein paar Mal angesprochen worden, Sie haben einige Jahre als Auslandskorrespondentin, vor allem in der Zeit, als Sie über die aus der Ukraine berichtet haben, gesprochen. Sie haben in der Zeit ziemlich heftige Kritik, bis hin zu Hass und Drohungen erlebt, vor allem auch über die sozialen Netzwerke. Und es gab auch einen Punkt, an dem Sie überlegt haben, können Sie das so dann noch weitermachen? Das heißt, die Kritik war so heftig und der Hass, dass das für Sie auch fast eine Grenze gehabt hätte? Ja, das war mein zweiter Einsatz als Auslandskorrespondentin und ich habe einfach gemerkt,
für mich war es neu, dass auf Berichte, die Menschenrechtsvergehen thematisierten, ein so heftiger Gegenwind von Zuschauern plötzlich uns als Korrespondenten in Moskau, und das waren alle Korrespondenten in Moskau betroffen, nicht nur ich, dass uns so ein heftiger Gegenwind entgegengekommen ist. Da sind bei mir die Alarmlampen angegangen. Was passiert da gerade? Wieso weckt ein Bericht über Menschenrechte so viel Abwehrreaktionen? Wieso wird das Ganze in falsche Analogien runtergebrochen? Ach, was die Russen machen, ist ja nicht so schlimm, wenn sie das jetzt mit den Amerikanern vergleichen, wenn sie das jetzt mit dem vergleichen und dem. Also was hat sich da in Deutschland genau entwickelt? Das war die eine Entwicklung, die ich festgestellt habe. Die zweite: Man beginnt, wenn man so heftig angegriffen wird, beginnt man die Reaktion der Trolle im Kopf zu antizipieren. Und da konnte ich durchaus bei mir feststellen, dass ich gelegentlich am Rande der Selbstzensur war oder einfach versucht habe, ein bisschen stiller zu werden, ein bisschen unangreifbarer zu werden. Auch das hat mich sehr, sehr verunsichert. Und ich habe mich gefragt, wo bewege ich mich da eigentlich hin? Sie haben gerade die Trolle erwähnt. Von wem kam denn diese Kritik? Also waren das Zuschauer, waren das gesteuerte... Ganz unterschiedliche Milieus. Es waren Zuschauer, mit denen ich dann auch einen regen Briefwechsel hatte. Das waren richtige, authentische Personen. Das waren aber auch gesteuerte Bots, wie ich dann im Nachhinein festgestellt habe, die an ganz vielen Stellen im Netz, in den sozialen Medien ihre Spuren und ihre Kommentare hinterlassen hatten und die teilweise auch für kommerzielle Zwecke eingesetzt wurden. Also das ist mir immer wieder aufgefallen. Aber es gab natürlich auch viel Zuspruch, das muss man auch noch sagen. Also es gab wirklich sehr viele Briefe, die uns gestärkt haben, so weiterzumachen, wie wir berichten. Und ich muss noch mal auf Sie zurückkommen, Herr Bolz, weil Sie gesagt haben, es gibt ein Meinungsbild, das sich da festgesetzt hat. Ich muss Ihnen widersprechen. Wenn Sie sich die gesamten Programme der ARD anschauen in den vergangenen Jahren, da werden Sie feststellen, dass es durchaus in den ARD-Magazinen auch Berichte gegeben hat, die sich in die Kreml-Logik reingefunden haben oder zum Beispiel bei Titelthesen Temperamente, die dann eine ganz andere Linie gefahren sind oder in den Comedy- und Kabarettprogrammen von ARD und ZDF. Also ich muss Ihnen da widersprechen, es ist nicht eine Linie gewesen. Und auch wir Korrespondenten haben über diejenigen berichtet, die Putin gut finden, das System gut finden, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Was ich interessant finde, hier sitzen in der Runde mehrere, die aus ganz unterschiedlichen Gründen persönlich auch kritisiert, angefeindet wurden. Wir haben über Ihren Fall gerade gesprochen und damit klarkommen müssen in der Arbeit. Herr Bolz, zu Ihnen gibt es auch Stimmen von Leuten, die sagen, Sie haben als Wissenschaftler viele Jahre analysiert, Meinung vertreten und jetzt aber doch ziemlich eine Linie bis hin zu manchen, die sagen, ins Populistische hinein oder Herr Aust, manche sagen, Sie waren doch früher ein Linker, Sie waren beim Spiegel und jetzt bei Springer, waren viele überrascht. Wie gehen Sie damit dann um? Ich habe meine Position nicht wesentlich geändert, muss ich Ihnen wirklich sagen. Also wenn ich gefragt werde, wie kann das sein, dann sage ich als erstes mal scherzhaft, es hätte sich auch niemand vorstellen können, dass der Springer Verlag mal an der Rudi-Dutschke-Straße liegt, wenn auch nicht mit dem Haupteingang. Ich glaube, dass insgesamt hat sich die Stimmung sozusagen in der Bevölkerung ein Stück verändert und in den Medien ein Stück verändert. Der Spiegel wird heute noch dafür kritisiert, dass er mal einen Titel gemacht hat, den ich veranlasst habe, der Windkraftwahn. Stehe ich heute noch zu jeder Zeile, obwohl ich es nicht geschrieben habe. Wir haben über mangelnde Integration mal einen Titel gemacht mit der Zeile gefährlich fremd. Das heißt, die Position, die ich damals hatte, und zwar dadurch, weil ich aber die Realität so eingeschätzt habe, wie ich sie eingeschätzt habe, hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Und ich will Ihnen sagen, ich finde, bei all dem, was wir hier diskutieren, das ist irgendwie übers Internet und jeder kann jetzt irgendwie seinen Unsinn da zum Besten geben. Es hat auch gewaltige Vorteile. Ich sage Ihnen, was ich noch nie erlebt habe früher, war das, was ich heute erlebe, wenn ich eine Geschichte schreibe, einen Kommentar schreibe und der wird bei Welt Online rausgegeben und zwar hinter dem Pluszeichen. Das heißt, die Leute müssen dafür bezahlen. Wir haben ungefähr 100.000 Abonnenten, die das abonnieren. Das heißt, es ist ein begrenzter Personenkreis. Und wie viel Reaktionen sie darauf kriegen, wie viele unglaublich kluge Leserkommentare sie kriegen. Also ich habe neulich so eine Geschichte gemacht, da habe ich irgendwie 850 Leserbriefe dazu gekriegt. Und ich habe sie alle durchgelesen und sie wundern sich, was für gute, kluge Leute das sind, die zum Teil wirklich mindestens genauso gut schreiben, wie die Journalisten, die bei uns schreiben. Also wirklich richtig gute Leute. Und das finde ich außerordentlich positiv, dass man so
Man kann dann auch so eine Chatgruppe machen, nicht? Setzt man sich mal hin und korrespondiert mit den Leuten direkt live. Und das finde ich in meiner Leben, meiner Karriere als Journalist habe ich das noch nicht erlebt, dass man mit den Lesern in einem so engen und direkten Kontakt stehen kann. Finde ich wirklich absolut. Also auch Vorteile. Punkt war auch ein sehr, sehr spannender, den Sie gebracht haben, nämlich die Frage, habe ich mich geändert oder nicht? Ich habe einen ähnlichen Eindruck wie Sie. Ich habe eigentlich immer noch dieselben Auffassungen wie vor 20 Jahren. Das mag ja eine Schwäche sein, dass man sich nicht fortbildet. Aber ich habe eigentlich Auffassungen wie vor 20 Jahren. Und zwar ziemlich ähnlich zu diesen Fragen, die so aufregend sind, wie die damals der Innenminister hatte. Von der SPD, früher Grüne. Also Positionen, die damals ganz selbstverständlich waren, wenn man die heute noch vertritt, ist man Rechtspopulist. Und das ist das Lustige an der ganzen Sache. Es hat sich in unserem öffentlichen Diskurs enorm viel verändert. Das hat sich gedreht. Und Sie können sehr, sehr viele Positionen, die noch vor 20 Jahren, wenn Sie so wollen, flächendeckend verbreitet waren, nicht nur in der repräsentativen Öffentlichkeit, sondern auch in der Bevölkerung, die können Sie heute gar nicht mehr artikulieren, ohne dieses Label zu bekommen, Rechtspopulist zu sein. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, also ich kann mich entsinnen, ich habe immer so gedacht, ich bin so eine Art, sagen wir mal, Nonkonformist. Nicht? Also wenn ich der Meinung bin, dass die Mehrheit der Bevölkerung oder des Staates oder der Bevölkerung, wenn die Mehrheit irgendwie einer Auffassung ist, dann bin ich immer schon aus Prinzip dagegen. Das ist bei mir auch heute noch so. Früher hieß es dann, wenn Sie den Kapitalismus kritisiert haben, dann geht doch nach drüben in die DDR. Und so ähnlich ist das heute auch bloß umgekehrt. Wir schauen noch auf einen weiteren Punkt. Wenn wir über bedrohte Pressefreiheit sprechen, dann denken wir aktuell vor allem an die Türkei oder an Russland. Beispielsweise in der Türkei sitzen allein im Moment wohl mehr als 150 Journalisten im Gefängnis. Auch deutsche Journalisten wie Deniz Yücel, der wohl bekannteste Fall, wurden inhaftiert. Und in solchen Ländern zu arbeiten, da besteht für ausländische Journalisten eine große Gefahr mitunter. Noch viel schwieriger ist es, aber natürlich für die Journalisten, die aus diesen Ländern kommen und in ihrer Heimat kritisch über ihre eigene Regierung berichten wollen. Die Macht des staatlich gelenkten Fernsehens. Falschinformation produziert in Russland. Eine Nachrichtensprecherin meldet fälschlicherweise deutsche Panzer in der Westukraine. Diese Frau taucht regelmäßig im russischen Fernsehen auf. In Moskau erzählt sie, wie ukrainische Einheiten eine Familie öffentlich hingerichtet hätten. In unterschiedlichen Rollen ist sie dann in Donetsk, in Odessa und mal auf der Krim. Es geht darum, eine Kriegsführung sozusagen auch im Bereich der Information zu machen, also einen Informationskrieg zu führen. Das ist etwas, was verschiedene Staaten und Gruppierungen machen. Das ist aber so auf Weltpolitik und eben auch auf die einzelnen Nationen zugeschnitten wird. Das ist schon eine neue Qualität. Kritische Medien geraten regelmäßig unter Druck. Journalisten müssen mit Gewalt oder gezielten Anschlägen rechnen. Strenge Internetgesetze ermöglichen das Sperren unliebsamer Webseiten. Es werden immer mehr Medien dort auch in staatliche Hand genommen oder in die Hand der Putin-treuen Oligarchen. Und dadurch ist eine unabhängige Information und Einordnung kaum noch möglich. Russland auf der Rangliste der Pressefreiheit, Platz 149 von 180. Und die Türkei? Seit der Niederschlagung des Putschversuchs gehen Regierung und Justiz härter denn je gegen kritische Journalisten vor. Da sind etliche Kolleginnen und Kollegen ins Gefängnis gekommen. Sie haben Angst. Manche machen aufrecht noch ihre Arbeit, aber sie müssen immer damit rechnen, vielleicht am nächsten Tag schon im Knast zu sitzen. Und das ist natürlich nicht gut für Gesellschaft, nicht gut für Demokratie. 367 Tage verbrachte Deniz Yücel in Haft. Bis heute weiß er nicht genau warum. Während sich die Freilassung von Yücel jährt, sitzen andere Journalisten weiter in türkischer Haft. Ja, aus diesen Herausgebern der Welt, Deniz Yücel hat damals auch schon für die Welt geschrieben oder war für die Welt dort vor Ort, dass eine bestimmte Gefahr besteht, ist natürlich klar in so einem Land, in der Situation. Waren Sie dennoch überrascht, dass jemand wie Erdogan auch bei ausländischen Journalisten so hart durchgegriffen hat, so vorgegangen ist und jemanden wie Deniz Yücel inhaftiert hat? Wir haben das befürchtet. Also, dass es ein Risiko war, war erkennbar. Da spitzte sich was zu. Deswegen haben wir ihn auch mal wieder zurückgeholt. Dann haben wir gedacht, hat er auch selbst gedacht, dass sich die Situation, sagen wir, ein bisschen entspannt hat. Er ist wieder zurückgegangen, wurde dann inhaftiert.
Das war eine ganz bittere Geschichte, muss man wirklich sagen. Und dass das so lange dauern würde, haben wir damals auch nicht erwartet. Aber es hat sich einfach eine große Solidarität, und das finde ich immer in solchen Fällen wichtig, unter den Medien, also über alle Grenzen hinweg. Ich meine, dass man sozusagen eine Kampagne zur Freilassung eines ehemaligen Kollegen bei der Taz von der Welt mit sozusagen gemeinsam geführt wird, das hätte man sich auch nicht vorstellen können. Aber ich glaube, das war eine ganz große Leistung, dass das alle Beteiligten hingekriegt haben. Mhm. Aber man kann daran sehen, das ist ein gewaltiges Risiko, aus diesen Ländern zu berichten. Das ist keine Frage. Und das ist natürlich für Leute, deren Wurzeln in diesen Ländern ist es natürlich noch problematischer, weil sie natürlich nicht nur allein dahin gehen, sondern auch noch Familie haben, Verwandte haben. Das heißt also, sozusagen die Möglichkeiten, gegen die dann vorzugehen, sind noch sehr viel größer. Also das war schon eine Sache, auf die hätten wir gern verzichtet, ehrlich gesagt. Das andere Beispiel, Russland. Wie ist das für russische Journalisten? Mhm. Wie viel Pressefreiheit ist in Russland überhaupt noch möglich? Ja, das System ist eine Informationsautokratie, kann man sagen, die mithilfe des Staatsfernsehens überlebt. Es geht weniger um akute Repression, denn um ein Herbeiführen von Angst und ein Herbeiführen von Selbstzensur. Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, einer unserer Interviewpartner in der Ostukraine, der ist vergangenen Sommer jetzt vom russischen Staatsfernsehen vorgeführt worden, ist dort verhaftet worden, eingesperrt worden, gefoltert worden und hat dann ein Zwangsgeständnis, dass er für die Ukrainer spionieren würde, in Donetsk abgegeben. Ich kenne diesen Mann, ich weiß, dass das nicht stimmt, ich weiß, dass er ein Journalist ist. Ein anderer Interviewpartner ist vergangenes Jahr im Sommer in der Zentralafrikanischen Republik umgekommen, weil er zum Thema Privatarmeen, Söldnerarmeen der Russlands recherchiert hat. Wiederum ein anderer Interviewpartner ist in der Ukraine umgekommen. Also wir kennen und das, Sie wir haben, sind ständig damit konfrontiert. Sie haben oft auch von Informationskrieg gesprochen, und es sind eben schon Stichworte wie Trolle, Bots gefallen. Was passiert da in solchen Ländern, aber auch in Deutschland ja in der digitalen Welt? Was sind, wenn Sie kurz zusammenfassen, was sind Bots, was sind Trolle, auf die wir inzwischen in solchen Informationskriegen stoßen? Na, es gibt natürlich groß angelegte Desinformationskampagnen, und die EU ist gerade eben nicht sehr gut aufgestellt, was das betrifft. Die Länder auch nicht. Also wir brauchen eigentlich eine höhere Digitalkompetenz, um nachverfolgen zu können, woher kommen diese Sachen und was kann man machen. Die sozialen Netzwerke müssen stärker kooperieren, wobei das auch eine schwierige Frage ist. Gibt man da die Entscheidung darüber, was sind eigentlich Wahrheiten, was sind Lügen, in die Hände von Unternehmen? Also wir stehen eigentlich noch am Anfang dieser Diskussion, aber es ist klar, dass sehr viel mehr gemacht werden muss und die EU die Kompetenzen da auch ausbauen muss. Gleichzeitig muss man natürlich in den einzelnen Ländern gucken, wie kann man Medien und wie kann man Bürgerinnen und Bürger da auch stärken, weil ja teilweise die Mediengesetze dort so verändert werden, dass das, was da passiert, unter dem Gesetz geschieht. Das heißt, kann man Bürger, Journalisten stärken, vielleicht auch internationales Recht anzuwenden, um gegen Verstöße vorzugehen. Die EU kann schauen, wie kann man unabhängige Medien in den Ländern stärken. Das sind wichtige Sachen. Frau Reschke, Herr Aust hat schon die Solidarität erwähnt, aber wie viel, wir haben jetzt auch schon ein paar Punkte, Vorschläge, aber wie wichtig muss das Thema Pressefreiheit dann für uns sein, als Journalisten zum einen, aber auch für die Politik? Also wie deutlich muss man an so einer Stelle beispielsweise als Journalist Haltung haben oder sich dafür einsetzen und sei es in Kommentaren, wie die Politik da handeln sollte? Na, ich glaube, für die Pressefreiheit sollte man so viel Solidarität aufbringen wie möglich. Ich habe aber schon den Eindruck, dass gerade in den letzten Jahren, wenn ich jetzt auch mal auf deutsche Politiker gucke, es da viel Solidarität gegeben hat. Also interessanterweise ist durch die Angriffe, die es auch viel von der AfD gab, eher ein, wie soll ich sagen, Zusammenrücken der anderen Parteien passiert, die schon den Wert der Pressefreiheit sehr hoch gehalten haben. Und jetzt kann man in die Türkei und nach Russland gucken, aber man kann ja auch direkt irgendwie in unser Nachbarland Österreich, wo Armin Wolf ja immer wieder in den Fokus der FPÖ gerät, da erlebe ich jetzt schon auch eine Solidarität auch von deutschen Journalisten gegenüber
Armin Wolf. Das ist auch, glaube ich, ist noch einmal näher und für uns vielleicht noch näher, besser nachvollziehbar. Genau, also man kann es dann auch noch genau sprachlich nachverfolgen, was man vielleicht in Russland und der Türkei nicht immer kann. Und ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist. Das ist so blöd, ja, und das ist auch so schwer zu vermitteln. Aber dieses Wort Pressefreiheit ist so ein Wort, das ist irgendwie immer so im Raum. Aber sich zu überlegen, und ich habe das damals auch erlebt, als ich diese Geschichte von Panorama zum Beispiel angeguckt habe, die Geschichte des kritischen Journalismus, wie viel Stärke das gebraucht hat und wie viele Journalisten auch dafür gekämpft haben, dass man halt heute in diesem Land jeden alles fragen kann. Ja? Du kannst zu jedem Politiker gehen und ihm dein Mikro unter die Nase halten und sagen und ihm eine kritische Frage stellen und zu jedem Unternehmer, ohne dass dir irgendwas passiert. Und ich glaube, das nehmen wir alles für sehr selbstverständlich. Das ist es aber gar nicht. Und das kann man gar nicht so hoch loben, wie man es loben muss. Ja, vor allem, weil die Pressefreiheit ja nicht primär die Pressefreiheit des Journalisten ist. Das ist ein Mittel, sondern die Freiheit der Gesellschaft und der Bevölkerung, alles zu erfahren, was es gibt. So ist es. Und Kritik stärkt eben die Demokratie. Kritik stärkt das demokratische Bewusstsein. Wenn ich jetzt in die USA schaue und gerade den Fall der finnischen Journalistin Jessica Aro mir vergegenwärtige, dann wiederum habe ich Angst, wie es in den USA um die Pressefreiheit bestellt ist. Ganz kurz eine Erläuterung. Jessica Aro ist eine finnische Journalistin, die sich mit den russischen Trollfabriken beschäftigt hat, als eine der ersten international eine groß angelegte Recherche gemacht hat zu diesen Trollfabriken und die aber auch zum Beispiel in sozialen Medien auf Twitter auch sehr, sehr kritisch gegenüber US-Präsident Trump gewesen ist. Als sie erfahren hat, dass sie einen Preis bekommt vom US-Außenamt, den International Women of Courage Award, hat sie sich natürlich sehr gefreut und umso erstaunter war sie, dass dieser Preis offenbar zurückgezogen wurde aufgrund ihrer kritischen Tweets zur Politik des amerikanischen Präsidenten. Ich denke, das hier haben wir eine neue Qualität Beispiel, erreicht. Wir haben leider keine Zeit mehr, aber wir haben lange diskutiert. Ein Beispiel zum Schluss, zum Tag der Pressefreiheit heute. Ich glaube, wir könnten noch lange weiter diskutieren über vieles. Wir haben versucht, einiges aufzuarbeiten und auch zu schauen, welche Herausforderungen es heute gibt und durch die sozialen Netzwerke. Ich danke Ihnen allen in der Runde für die Diskussion. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse bei uns heute zu diesem Thema. Das war unsere Runde zum Internationalen Tag der Pressefreiheit. Wie immer für eine besser informierte Republik.